Mann. Ich wollte eigentlich, dass da Locken kommen. Egal. Erfreuen Sie sich an dem, was da ist. So. Falls das Audio beschissen ist, I'm sorry. Ich muss, also ich habe wieder nicht mein Mutu professionelles Mikro, sondern es muss das Handy-Mikro sein, weil ich kann das nicht im Nachhinein vertonen. Bei Speedpaints kein Ding, aber bei sowas, nee, nee. Aber hallo, zu diesem Special-Video. Ich fühle mich sehr awkward. Fühlen Sie sich mit mir awkward? Willkommen zu 24 Fakten über mich. Und das ist auch der erste Fakt, weil das ist so ein Video. Und Sie sehen meine Fresse das ganze Video lang. Vielleicht noch ein kleiner Schnipsel ohne Fresse, aber sagen wir mal so, mindestens 90% des Videos Fresse. Und ja. okay, wir haben Fakt Nummer 1 abgearbeitet. So, und wo wir gerade bei FaceTime sind. Es ist Samstag und ich mache mit einer Freundin einen 12-Stunden-Anstream oder mehr, je nachdem, wann ich anfange. Aber wir fangen beide spätestens 12 Uhr an und falls du sie, er, sie, es, whatever, Gesellschaft brauchen und gern dumme Laberei nebenbei haben und keine Ahnung was, fühlen Sie sich frei, unser Twitch zu besuchen. Ich verlinke uns beide in der Videobeschreibung. Ich hoffe, Sie wissen alle, wie das funktioniert. So, wenn ihr auf den Titel klickt, dann könnt ihr, so an der Seite habt ihr da so einen komischen Haken, dann klickt ihr dann da drauf und dann steht da noch so ganz viel anderer Stuff. Entschuldigung. Mir war danach. Okay, wir haben 2 abgehakt. Gut, fangen wir jetzt mal mit dem Richtigen an. Also, Sie kennen mich als Lay, ich möchte bitte auch weiterhin Lay genannt werden. Aber mein richtiger Name ist Vanessa. Aber ich mag ihn nicht. Ich weiß nicht warum, aber meine Assoziation mit dem Namen ist einfach, dass du so eine verwöhnte Göre irgendwo rumstehen hast, die ganze Zeit nur rumzickt, weil ihr alles in den Arsch geblasen wurde. Und aber Fakt Nummer 4, dafür liebe ich meinen Spitznamen Nessie, weil ich habe den Namensvettern ein mystisches Wesen aus Schottland. Und ich bin mir sehr safe, dass wir mit Fakt Nummer 5 zusammenstimmen. Wir sind einfach beide fotoscheu. Deswegen weiß man nicht, wie my other me aussieht. Es ist einfach, weil wir beide fotoscheu sind. Ich weiß, es kommt gerade sehr strange, dass ich sage, ich bin fotoscheu, wenn ich gerade ein Video mache, wo meine Fresse nahezu die ganze Zeit sieht, aber ich hasse es, fotografiert zu werden. Ich denke mal, es hat damit zu tun, dass ich mich selber jetzt nicht wirklich hübsch finde, aber ich sag's mal so, ich kann mich mittlerweile angucken. Hat ein Stück gedauert, aber läuft mittlerweile. Okay, Fakt Nummer 6, wir haben Freitag. Ich bin gerade ausnahmsweise mal off, weil meine Bude ansehnlicher aussehen soll. Also, bei mir ist heute Haushaltstag. Ich habe jetzt schon einen Abwasch gemacht, meine dritte Wäsche läuft nebenbei. Ich habe aufgeräumt. Das Müll da auf dem Tisch ist mit Absicht. ich werde dann gleich auch nochmal den Boden kehren, damit ich nicht andauernd meine Socken dreckig mache. Was sowieso passiert, aber gut. Weil Fakt Nummer 7, ich haare. Also ganz ehrlich, dafür, dass ich kein Haustier habe, haare ich wie Scheiße, Alter. Ich kann gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Perücke aus meinen ausfallenden Haaren machen. Aber Sie sehen, es ist trotzdem noch was auf dem Kopf. Also, es ist ein bisschen... Ich finde es persönlich ein bisschen strange, dass ich immer so viele Haare von mir aufsammeln kann, aber trotzdem immer noch die Mähne da ist. Aber hey, ich bin dankbar dafür. Und wo wir gerade bei dankbar sind. Fakt Nummer 8. Meine Fresse, ich kriege gerade Übergänge hin und glaube nicht mehr so viel. Auch wenn ich sehr viel an meinem Körper nervig finde, wie zum Beispiel meine Haut, dass die immer unrein ist. Ich habe immer Pickel und ich habe es aufgegeben mit so hier diesen Peeling-Gels und so, whatever, das zu bekämpfen, weil... Es bringt einfach gefühlt nichts. Und da brauche ich auch kein Geld und keine Zeit investieren. Jetzt mal im Ernst. So. Dafür bin ich über meine Haare sehr dankbar. Und über mein Immunsystem. Ich werde fucking selten krank. Also ganz ehrlich, das ist wirklich nur einmal im Jahr, wo ich wirklich flach liege und merke, okay, du musst jetzt Pause machen, weil dein Körper sagt dir Feierabend, Madame. Das ist... Aber ansonsten alles toll. Vielleicht mal so Mini-Schnupfen, aber ist jetzt nicht, dass es mich großartig ausnockt oder behindert oder so.
Ich bin nur ein bisschen social behindert, aber es ist okay. Und warum ich meine Haare mag? Also ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, ich kann nur das wiedergeben, was die Friseure gesagt haben, aber dafür, dass ich es ja blondiere, wie man sieht, maybe. Ich habe den gesamten Hinterkopf hier, das gesamte Unterhaar ist blondiert. Ich liebe es. Dafür, dass ich es blondiere, sind meine Haare anscheinend immer noch fresh wie immer. Was vielleicht auch unter anderem daran liegt, dass ich Fakt Nummer 9 geizig bin. Ich hoffe, ich verwechsel gerade nichts. Ich werde es dann beim Schneiden sehen. Also die Zahl. Ich bin geizig, was daran liegt, dass seit ich denken kann, wir immer knapp bei Geld waren. Und dementsprechend überlege ich mir das 10-mal, ob ich einen Euro irgendwo ausgebe oder nicht. Weil ich sagen muss, manchmal eskaliere ich auch bei Hobbyzeug. Also ich bin nicht ganz ungeschämt davon, aber es setzt sich in Grenzen. Ja, sehr viel Geld. Insbesondere Fakt Nummer. Bin ich jetzt schon bei 10? Ich glaube. Fakt Nummer 10. Ich habe ein dezentes Helfer-Syndrom. Wenn ich für mich selber kaufe, überlege ich mir mal ganz genau, benutzt du das wirklich oder brauchst du das wirklich? Aber wenn ich jemand anders beschenken kann, dann Escalation Baby. Hunderte Euro, gerne mal, aus Versehen, 100 Euro oder mehr hingeblecht, wie bei Muffin das letzte Mal. Ja, ich kann nichts dafür, so kleine Summen, die einzeln nicht wehtun, wurden auf einmal halt ganz schön viel. Aber keine Sorge, ich komme nicht ins Minus, ich habe immer mein Geldpolster für den Fall der Fälle. Aber ich eskaliere gern, wenn ich andere Leute beschenken kann. Aber wo ich gerade das Hobbyzeug angeteased habe, wie sie ja vielleicht mitbekommen haben, zeichne ich gern. Nur ein bisschen. Ich habe mir mal den einen Tag den Spaß gemacht und zumindest nur meine alten Copic-Auffüller zusammengerechnet, wie viel ich ungefähr ausgegeben habe. Es ist ein Tausender. Das Problem ist, ich habe noch nicht die neuen mit einberechnet. Die sind noch mal in einer Extra-Box, weil meine zwei Boxen, die ich vorher habe, nicht mehr reichen, platztechnisch. Und wir haben noch nicht mal die Stifte angefangen damit. Also, grob geschätzt, ist bestimmt auch locker ein Tausender, den ich da auch hingeblättert habe. Also, sagen wir mal, plus minus 2000 für meine Comic-Sammlung. Und da sind wir nur bei Part 1. Ich habe auch noch unglaublich viele Buntstifte gekauft. Einfach weil ich liebe Buntstifte. Ist zugegeben, ich benutze sie nur wenig und ich habe selten wirklich Bock, mal ein komplettes Bild Buntstift zu machen. Aber kannst du immer benutzen. Und wenn sie scheiße sind, nimmst du sie einfach zum Vorskizzieren. Und müssen die nicht Deckkraft sein, dann ist es gut, wenn die gefühlt keine Pigmente raushauen. Dann musst du weniger wegradieren. Und dann habe ich noch Aquarell. Da habe ich auch schon alles ausprobiert mit festen, flüssigen, halb fest, halb flüssig, also in der Tube. Oder nicht so komplett die Wasserpluras, sondern so Mittelding, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber Acryl liegt mir ein Ticken mehr. Weil da muss ich nicht andauernd aufpassen, dass ich aus Versehen wieder etwas anfeuchte und dann so wegstiere. Aber da kommen wir jetzt am besten zum Extra-Video. Denn dann machen wir mal kurz ein Playthrough my Shit, was viel zu viel Geld habe ich dafür ausgegeben. So, hier nochmal außen off die kleine liebevolle Anmerkung. Bitte vergessen Sie nicht Twitch. Also, falls du gern berieselt werden willst nebenbei, ich zeige nur Zocker. Größtenteils Zeichen. Aber das ist mein Workspace, wo ich immer dann aufnehme. Hier oben ist die Handyhalterung, 20 Euro von Amazon, macht seinen Dienst. Hier ist mein professionelles Mikro. Es ist seriously das professionellste an meinem ganzen Tisch. Dann sehen Sie hier den letzten Step von unserem Streamy, also von meinem letzten Stream. Stifte. Viel zu viele Stifte. Dann haben wir hier unten mein Grafiktablet. Beziehungsweise Grafikdisplay. Ich kann direkt darauf zeichnen. Das Problem ist nur, ich finde derzeit meinen Stift nicht mehr, obwohl ich eigentlich mein Layout überarbeiten würde und ein paar Emotes. Ja, geil. Hier haben wir noch ein paar Blöcke, aber es sind nur ein paar. Ich habe noch mehr. Dann sind hier ein paar Pinsel, die ich nur sehr sporadisch benutze, wenn ich ehrlich bin. Leck mich. Dann haben wir hier Polychromos. Irgendwelche anderen Stifte, die günstiger da waren und wo ich mir dachte, du kannst niemals genug Buntis haben.
Aber der krasseste Shit ist hier. Wartet. Hier. Das sind Supra Color Soft. Ich habe die, ganz ehrlich, ich habe die geschenkt bekommen. Also, System, seien Sie lieb zu mir und hören Sie auf, das zu cutten. ich habe die geschenkt bekommen. Früher, bevor C kam, gab es noch Künstlertreffen. Und da gibt es halt einen Typen, der regelmäßig bei sich aussortiert und einem dann halt auch das Zeug schenkt, wenn man möchte. Und von ihm habe ich die Aquarellbundis bekommen. Und das Problem ist, sie gehen ja zu soft ineinander. Also da fehlt die Struktur am Ende. Deswegen, ich überlege noch, was ich mit denen mache. So, Schelmschublade Nummer 1. Washi Tape, because Washi Tape is life. Ein super schlechtes Aquarellbuch. Aber es war Gott sei Dank auch nicht teuer. Das war, by the way, mein Anfang mit Aquarell. Ich habe mit diesen Pelikan-Kasten angefangen mit Aquarell. Also, Leute, ihr braucht kein Aquarell-Shit. Für die Basics reichen auch die Dinger. Und ganz ehrlich, von allen billigen, die es gibt, holt euch den. Den mit den 24. Da hast du auch Gold, Silber und Hautfarbe. Man kann mit denen arbeiten. Habe ich wirklich eine Zeit lang gemacht. So, dann könnten Sie aufhören, hier rumzurollen, Alter? So. Polychromos habe ich gebraucht gekauft. Bei teuer. In dieser Box. Ich frage mich immer noch, wie dieser Mechanismus hält, aber ich tippe mal auf Magnetismus. Aber ja. Aber benutze ich wirklich super selten, weil halt teuer. Ein wunderschöner Eulenblock, wo ich mir immer aufschreibe, welche Auflösung ich brauche. Notizding, weil ich mal wollte, dass die Ecke ein bisschen freier wird. Das nochmal Billo, nochmal Billo Aquarell. Was ich aber mit Absicht gekauft habe, weil ich mich so zu Shell Shading üben zwingen will, weil wenn keine Pigmente aufs Blatt kommen, musst du mit wenig auskommen. Nur neben Billo Metallic Dinger von Action sind halt schön sparkly, ne? Ich hatte mal mehr, aber die anderen habe ich nie benutzt, daher. Die benutze ich ehrlich gesagt selten, aber ich benutze sie. Zum Beispiel das hier habe ich erst gestern benutzt für die Illo, die ihr vorhin gesehen habt. Hier sind so Billo Art Stuff, was man so random in den Billigläden fehlt, drin in den Kisten. Hier ist meine Washi-Tape-Höhle. Ja, die ganze Kiste ist voll. Wir denken bitte nicht drüber nach, danke. Da steht nicht auf sonst Nessies Box of Shame. Die hat mir übrigens Muffin gemacht. Also die hat ja auch am Rand meine Charaktere gezeichnet und ich liebe es. So, dann haben wir hier die zwei vollen Skizzenbücher, wo ihr auch beide in einem Video festgehalten habt, wo ich so durchgegangen bin und dazu gelabert habe. Das sind alle Kakaokarten, die ich bekommen habe, also durch Tausch, SDRs und so ein Shit. Hier sind noch alte Character-Sheets. Okay. Und das ist einfach nur eine Rampfschublade. Die ignorieren wir. Aber wir denken bitte nicht drüber nach, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, okay? Zurück zum Dings. Wobei, wo wir gerade dabei sind, gehen wir auch gleich aufs nächste ein. Und zwar mein zweites Hobby, Gaming. Fakt Nummer 11? 11. Meine PlayStation 3, also früher in unserer Patchwork-Familie hatten wir alle Konsolen, die es gab, die haben wir mal ausgetauscht, je nachdem, welche aktuell waren, in so einem Gaming-Laden. So, aber meine erste eigene war die hier, PS3 von meinem Onkel. Er hat sie mir geschenkt, als die PS4 rauskam, weil er würde sie nicht mehr benutzen. Ruhe in Frieden, mein Bruder. Du hast so viel Scheiße gebaut, aber du hast auch Gutes gemacht, Baby. Dann haben wir die PlayStation 4, meine erste eigens gekaufte. Billo-Dings, der rumzickt, weil mein Original, da, keine Ahnung, die Tasten verständigen sich selber, also ich kann nicht mehr ordentlich laufen, es irgendwie spackt das System rum, deswegen muss ich mir wieder einen neuen kaufen. Und hier haben wir meine kleine, aber feine Gaming-Ecke, also mit meinen Games.
Berseria, beste Tales Game. Ganz ehrlich, ich habe Angst vor Arrays, weil das für mich zu sehr zwanghaft in eine Richtung geht, das nicht mehr mein Tales widerspiegelt, wo ich mich drin verliebt habe. Dann haben wir noch ein paar andere. Das hier ist ja alles Tales-Reihe. Kingdom Hearts muss ich noch ausprobieren. Overwatch mache ich sehr oft, wie man sieht auf meinem Channel. BlazBlue habe ich eine Zeit lang gemacht. Dafür habe ich mir, by the way, die Online-Mitgliedschaft gekauft. Gefühlt 2 Tage gehalten, dann hatte ich keinen Bock mehr auf das Game. Knights of Azur, Valkyria Chronicles, noch mehr Tales, Final Fantasy von meinem Onkel, Horizon Zero Dawn, muss ich auch noch beide ausprobieren. Star Ocean, oh okay, Valkyria, anderer Teil, Shining Resonance, fast fertig, müsste ich noch den Rest machen, was bist du? Ach, das Ding. Ja, das Gameplay hat mich abgefuckt. Wobei ich gerne die Story gewusst hätte, aber das Gameplay ist scheiße. Knights of Azur 2. Also, falls ihr auf lesbische Stories steht, ganz ehrlich, es ist recht süß gemacht und das Gameplay macht echt Spaß. Also, yay. Und wo wir gerade eben bei Games waren. Fakt Nummer 13. Ich hoffe, ich bin gerade nicht falsch, ich sehe es, wie gesagt, beim Stein. Ich bin eine introvertierte Persönlichkeit, zumindest was Social Stuff belangt. Also, wenn ich so wirklich face-to-face zu jemandem bin, muss auch nur eine einzige Person sein. Und auch wenn ich die kenne, ich werde automatisch nervös. Also, es ist mir immer unangenehm, mit Leuten zu interagieren, weil ich Angst habe, dass ich was falsch mache. Aber wiederum, wenn ich zocke, bin ich gefühlt komplette Gegenteil von mir. Also wirklich, meine zwei Hobbys sind im Prinzip meine zwei gegenteiligen Persönlichkeiten. Beim Zeichnen bin ich im Regelfall gechillt, comfy, richtig ruhig, hör gern zu, lass die Leute reden, hör halt selber mehr zu, als dass ich laber. Wiederum beim Zocken, ich schreie einfach alles an. Aus Prinzip. Also ich kann nicht mal mehr sagen, alles was lebt, weil ich schreie auch die Map an, von wegen, warum bist du auf einmal vor mir? Weil ich schaff's irgendwie andauernd in den Ecken hängen zu bleiben, auch wenn da nichts ist. Das ist ein ungeheures Talent. Fakt Nummer 14, wo wir gerade bei Ecken sind. In meiner Kindheit habe ich gefühlt jede Art von Tür mitgenommen, die existiert. Ich bin schon gegen Holztüren gerannt, gegen Glastüren, gegen wirklich massive Holztüren, also nicht nur so ein kleines Ding, gegen Metalltüren. Ich habe es auch mal geschafft, gegen einen Balkon zu laufen, gegen Bushaltestellenschild, gegen Briefkasten. Ich glaube, mein Kopf ist das Kontaktfreudigste an mir, also was der alles besucht hat, so mit Face-to-Face, ist, ich habe keine Ahnung, ich tut mir leid. Okay, wo wir gerade bei Persönlichkeiten sind, Fakt Nummer 14, ich würde meinen Charakter aus einer sehr merkwürdigen Mischung zwischen Oma, Bauer und Spieße beschreiben. Sie sehen mein wunderschönes Holzfällerhemd. Ich baue auch sehr oft, wenn ich dran denke, cutte ich ein paar Ribs heraus und schmeiße die ins Video. Ich hoffe, ich denke dran. We are the magic, we are the Levix. We are the Levix. Sexy. Ja, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. 27.09. 9. war? September. Ende September. Dann wegen Oma, ich hasse es, wenn es laut ist, es darf nicht aber auch nicht komplett leise sein, es darf halt wirklich nur so einen kleinen Lärmpegel einhalten. Ich starre gern die Leute an und mecker aus Prinzip alles an, was mir zu nahe kommt oder auch was zu weit weg ist. Also ich mecker allgemein gern rum. Ich spieße in dem Sinne, weil ich trinke nicht, ich mache keine Party, ich sehe das einfach als absolut überflüssig, beziehungsweise ist es mir auch zu teuer, ich bin geizig. Ja, ich glaube, geizig können wir auch mit reinnehmen zu Spießer. Und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist sozusagen beides.
Aber wo wir bei Essen sind, Fakt Nummer 14. Ich bin seit letztem Jahr vorwiegend Veganerin. Ich würde echt gern sagen, ich bin komplett Veganerin, aber nein. Ab und zu auf Arbeit esse ich trotzdem immer noch irgendwas mit Fleisch, weil ich keinen Bock mehr habe, was zu machen und oder doch einfach der Hunger wieder darauf da ist. Aber es ist halt wirklich super selten, dass ich Fleisch esse. Und das auch mit Absicht, ich bereue es nicht wirklich. Ich habe in meinem Kühlschrank nur veganen Stuff, weil es mittlerweile gibt so wunderschöne Auswahl. Aber es ist wie gesagt halt, wenn ich außerhalb bin, dann will ich ungern unhöflich sein und dann kommt es halt zu, dass ich entweder wenigstens vegetarisch bin oder manchmal halt auch Fleisch esse. Zum Beispiel beim Döner. Ich habe noch keinen guten Dönerladen gefunden, der statt Fleisch ein schön geiles Ofengemüse oder so anbietet zum Füllen, weil wenn ich Salat und Brot haben will, dann kaufe ich mir das. Es ist fünfmal billiger, als wenn ich da zum Dönerladen gehe. Okay, wir hatten gerade Döner 14. Jetzt kommt Fakt Nummer 15. Was sagt meine schlaue Liste? Ah, stimmt, das könnte ich auch machen. Nee, doch, nein. Doch, Hass. Fakt Nummer 15, Hass. Ich hasse Feiertage. Also wirklich, egal welcher Feiertag, ich hasse alle. Den einzigen, den ich akzeptieren kann, ist Halloween. Weil da geht's, also ich habe das Gefühl, es geht mehr darum, wirklich, dass man zusammen was Schönes unternimmt, statt dieses, wir müssen jetzt was zusammen machen. Ich hab dich auf einmal lieb. Aber vorher bist du mir scheißegal. Vorher ignoriere ich dich, keine Ahnung wie lange, und reagiere nie. Aber für die Feiertage bin ich auf einmal, muss ich auf einmal Socials halt rauslegen, weil ansonsten bin ich ja ein Stück scheiße. Ich bin aus tiefstem Herzen, ich bin stolz darauf. Fakt Nummer 16. Wo wir gerade dabei waren, bei mir ist es echt nicht selten, dass ich mich gefühlt nur alle 3 Monate mal bei jemandem melde. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich sauer auf dich bin oder dich hasse oder whatever. Ich bin einfach nur kontaktscheu. Also es ist wirklich, dass ich nur mal kurz ein Gespräch halte, dann versinken wir beide wieder in eine Versenkung und das ist Tutti. Ich verstehe nicht, warum die Leute das anfasst, aber das ist bei mir zum Beispiel normal. Kommen wir zum anderen Hass, und zwar Fakt Nummer 17, Menschen. Aber ganz ehrlich, ich kenne keine Person, die sagt, ich liebe Menschen und das ehrlich meint. Und nicht nur sagt im Bewerbungsgespräch, damit er sie erst gut wegkommt. Wer liebt bitte Menschen? Wir sind laut, unhöflich, respektlos, oft genug egoistisches Stück Scheiße. Ich versuche gerade was Gutes an uns zu finden. Wird schwierig. Gehen wir weiter. Fakt Nummer 18. Based on meiner ganz, ganz komischen Charaktermischung bin ich meistens immer die Gruppenmodi, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin. Ich passe halt immer auf und was mich auch zu Fakt Nummer 19 bringt, ich habe eine sehr, sehr merkwürdige Art, Fürsorge zu zeigen, weil es ist nichts Direktes. Ich komme nicht zu dir und umarme dich. Meine Mutter muss immer darum betteln. Das ist Teil eines Geschenkes, dass ich sie umarme. Frag mich nicht. Ich hasse einfach es, betatscht zu werden. Und statt, dass ich dann halt denjenigen umarme oder kuschel oder whatever, ich sorge einfach dafür, dass die Person ausgesorgt ist. Das ist, dass du Essen hast, dass du nicht irgendwas unnötig suchen musst, dass alles da ist. So ein Shit. So dieser indirekte Stuff. Aber nicht dieses Kuscheln, das ist... Nein. Fakt Nummer 20. Mensch, wir haben es fast geschafft. Yay. Ich habe ja vorhin angeteased, dass ich charakterlich eine kleine Oma bin. Sagen wir zu 50%. Und auch daran angelehnt, sage ich jetzt mal, hasse ich Technik des Todes. Alles, was digital ist, triggert mich super schnell und ich bin sofort im Rage-Mode. Gaming ist auch, das ist einer der Gründe, weswegen ich auch so viel rage, auch wenn ich es liebe. Aber ich glaube, der Hauptteil ist wegen meiner Oma. Meine Patchwork, also ich bin nicht bei meiner richtigen Mutti aufgewachsen, nur die letzten Jahre, aber nicht der Großteil meines Lebens oder der Großteil meiner Jugend, besser gesagt. Sondern ich war bei einer Patchwork-Familie in Thüringen und immer in den Ferien sind wir so für 1 bis 2 Wochen zu meiner Mutti gefahren und da haben wir wiederum bei meiner Oma gepennt, weil die halt ein Haus hatte. War mehr als eine Wohnung und da konntest du dich auch besser ausleben, weil Kolonie und Garten und so ein Shit. Und ich war halt meistens immer mit meiner Oma dann im Haus drin, da war meine Mutti mit meiner Schwester irgendwie einkaufen ging oder in die Wohnung ging oder keine Ahnung was.
Und ich wollte halt eigentlich immer nur fit irgendwo meine Ruhe haben. Und das haben wir auch gemacht. Und das waren unsere magischen Momente. Und ich glaube, deswegen bin ich so eine kleine Oma charakterisch. Weil mich das halt einfach an dieses ruhige Zusammensein erinnert. Und dass man, ohne es zu sagen, man weiß, dein Gegenüber genießt es einfach, dass du da bist. Oh Gott. Jetzt kommen die Gefühle wieder hoch. Aber angelehnt daran haben wir zum Beispiel meistens Brettspiele gespielt, egal ob zu viert oder zu zweit. Und was halt so mein Ding mit Oma war und mir und einer Nachbarin, die auch immer noch lebt, weiß nicht, wie lange, jetzt mal ganz blöd gesagt, aber wir haben zum Beispiel Kniffel gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist so ein Würfelspiel. Im Prinzip ist es einfach eine Ausrede zum Zusammensitzen. Und es war kein aufregendes Spiel. Du hast halt gewürfelt, dann hast du deinen Zettel, wo du so bestimmte Sachen erwürfeln musstest und wer es zuerst vorher da halt gewonnen. Und wir saßen dann halt da, haben gewürfelt und geredet und einfach nur die Ruhe genossen. Es ist. Es hört sich absolut lächerlich an, aber wirklich ist es eine sehr, sehr tiefe Erinnerung in meinem Herzen. So, kommen wir zu den Top 3. Okay, was können wir noch raushauen? Ah ja, ich scheiß aufs Äußere. Also ich mache wirklich nur das Minimum, was man tun muss, weil ich vertraue auch allgemein. Also ich bin eher der Typ, der sagt, ich höre nicht drauf, was du sagst, sondern ich gucke, was du tust. Weil mir oft genug Scheiße erzählt wurde, weil mir oft genug in den Rücken gefallen wurde, dass ich sage, ich will sehen, dass du wirklich auch das tust, was du mir sagst. Oder dass du es vielleicht im besten Fall nicht tust, wenn man so was Schlimmes hört und dann sieht, oh, okay, nee, war Scheiße gesagt. Aber nachhergehend so äußerliche, allgemein, ich scheiße drauf. Was ein bisschen sehr sarkastisch ist, weil ich gern zeichne und da geht es ja vor allen Dingen um die Optik und keine Ahnung. Aber ich gucke, was du tust. Ich beobachte sehr gern eben darauf, weil ich oft genug beschissen wurde. Und dementsprechend tue ich äußerlich auch wirklich nur das Nötigste, was du tun musst, damit du nicht grundlos alle 10 Sekunden angerannt wird, von wegen, ja, wasch dich mal mehr und keine Ahnung. Aber ich habe dadurch, Fakt Nummer 22, doch 22, ich habe dadurch auch immer Angst, dass ich denke, weil A, ich wurde unter anderem deswegen in der Schule gemobbt. B, ich habe leider Gottes einen relativ starken Schweißgeruch. Und C, ich schwitze oft und viel. Teilweise aus dem Klassiker einfach nur weil nervös. Und wie sie gelernt haben, ich bin gefühlt die ganze Zeit nervös. Also, ich habe da immer so Angst, dass man mich riecht. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ich habe immer wieder probiert, auch mit Leo und so ein Scheiß. Es hilft einfach gefühlt nicht, ich habe die Schnauze voll. Also mache ich wirklich nur noch das Nötigste. Ich dusche mich jeden Tag und so. Und wenn ich dran denke, mache ich mir auch Deo drauf. Zugegeben, ich vergesse es oft. Weil Fakt Nummer 23, ich bin vergesslich. Ich habe gefühlt ein Sieb. Du kannst mir vor 10 Sekunden sagen, von wegen, yo, keine Ahnung, gleich mache ich das, bin gleich wieder da und dann bin ich verwirrt, dass du nicht da bist. Was ist tricky. Okay, Fakt Nummer 24. Ich habe gerade irgendwas im Kopf. Aber passt zu 23, ne? Was war denn jetzt das? Ich hatte gerade irgendwas im Kopf. Scheiße. Gehören, was tun sie mit mir? Oh, nehmen wir was Offensichtliches. Fakt Nummer 24. Ich liebe euch. Das können sie hier dran sehen. In dem letzten Video hatte ich ja wieder einen Stream-Ausschnitt und da sahen sie ja meine Eulen-Mikey. Das ist sozusagen mein Plüsch-Mikey. Dann haben wir noch dieses wunderschöne Kissen, was immer in meinem Stuhl ist, damit, weil das nur eine Holzlehne ist. Und dann haben wir noch diese zwei Babys, auf denen schlafe ich immer, die habe ich zum Kopfkissen umformatiert, weil ich nicht auf fetten Kissen schlafen kann. Warum auch? Dann haben wir noch
diese wunderschöne Decke. Ich habe gerade keine Lust, die komplett aufzuklappen, deswegen leben sie damit. Sie sehen eine Eule im Sonnenuntergang und die ist flauschig as fuck, Alter. Aber ich habe, wie Sie sehen, eine Eulendecke. Und ich habe natürlich auch Eulenbettwäsche. Drei verschiedene. Und dann, meine Lieblinge, Eulentopflappen. Die habe ich nicht mehr gekauft. Also eine Freundin von mir, ich bin vorbeigekommen, um eigentlich nur einen Wasserkocher abzuholen, weil ich neu eingezogen war und so, hat mir die geschenkt, weil ihre Stiefmutti wohl gern... Nee, warte, nicht Stiefmutti. Also die Mutti von ihrem Freund gern häkelt und die kriegt halt immer wieder neue Topflappen und es sind Eulentopflappen und sie wusste sofort, sie sind bei mir in guten Händen. Von daher, ich habe Eulentopflappen. ich habe noch Eulenuntersätze aus Holz. Und Sie sehen hier so einen Türstopper als Eulenplüschi. Oh, Entschuldigung. Also alles, was mit Eulen geht, ist meins. Und damit sind wir hoffentlich bei 24 angekommen. Ich sehe es gleich. Auch wenn ich sehr verwirrend und schnell geredet habe. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ansonsten, wir sehen uns zum nächsten Art-Video, Dienstag oder Mittwoch. Ich hoffe, ich kann es bis Dienstag schneiden und hochladen. Ansonsten Mittwoch safe. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Leute, tausend Dank für die letzten Kommentare. Also es war für mich gefühlt Weihnachten, dass ich so viele Kommentare bekomme mit dem letzten Storytime-Video von meiner Lay. Das war echt so. Und auch so viele fette, nicht nur Einsatz, sondern so richtige Romane. Und tausend Dank, Leute. Das ist gerade ehrlich gesagt meine Hauptmotivation, das weiterzumachen. Weil jetzt habe ich auch wieder Spaß dran, weil es nicht umsonst ist. Sondern ich mache damit Leuten eine Freude und das ist im Prinzip alles, was ich will mit YouTube und Twitch. Also von daher, habt einen wunderschönen Tag, man liest dich, Melby, und 24 ist eine schöne Zahl, oder?